Ich hatte Ihnen noch einen zweiten Beweis für die Quersummenregel versprochen und diesen reiche ich hiermit nach. Dieses besticht durch ein sehr operatives und handelndes Vorgehen und eignet sich deswegen sehr schön, um es im Unterricht einzusetzen. Es knüpft dabei an eine Stellenwerttafelvorstellung bei den natürlichen Zahlen an. Wir können nämlich jede Zahl in einer Stellenwerttafel visualisieren. In jeder Spalte werden einfach so viele Plättchen abgelegt, wie die Wertigkeit der Stelle ist. In unserem Fall also zwei Plättchen in der Zehntausender Spalte, drei Plättchen in der Tausender Spalte, eines in der Hunderter Spalte, drei Plättchen in der Zehner Spalte und zwei in der Einer Spalte, wenn wir bei der Zahl bleiben, die wir vorhin auch schon für unseren Beweis genutzt haben. Die Leitfrage ist nun, was passiert denn, wenn wir alle Plättchen in die Einer Spalte verschieben? Was verändert sich? Was bleibt gleich? Ich habe das Ganze anhand eines GeoGebra-Applets versucht, Ihnen zu animieren. Sie können jetzt also einfach einmal selber experimentieren und die Plättchen hier von der einzelnen Spalten in die einer Spalte verschieben. Jeweils unten wird dann die daraus resultierende Zahl auch wieder angezeigt. Wenn Sie experimentiert haben, kommen Sie wieder hier an Ort und Stelle wieder und wir schauen uns das gemeinsam an. Beim Experimentieren haben Sie hoffentlich festgestellt, dass das Bewegen aller Plättchen in die einer Spalte gerade der Quersummenbildung entspricht. Jedes Plättchen wird nur noch nach seiner Wertigkeit, nicht mehr nach seiner Stelle beurteilt. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie verändert sich denn die Zahl, wenn ich alle Plättchen in die einer Spalte schiebe? Und dazu verschieben wir doch vielleicht zunächst einmal nur ein einzelnes Plättchen. Ich bin gestartet mit der Zahl 23.132. Wenn ich ein Plättchen von der Zehnerspalte in die einer Spalte verschiebe, dann erhalte ich die Zahl 23.123. Das heißt, die Zahl ist um 9 kleiner. Können wir uns das strukturiert auch erklären? Das können wir. Wenn wir ein Plättchen von der Zehnerspalte wegnehmen, dann wird die Zahl insgesamt um 10 kleiner. Wenn ich dieses eine Plättchen jetzt stattdessen in die einer Spalte verschiebe, wird die Zahl wieder um 1 größer. Das heißt, in der Differenz erhalten wir 9. Was passiert, wenn ich ein 100er Plättchen in die einer Spalte verschiebe? Ich nehme 100 weg, ich addiere 1 dazu. Das heißt, ich verändere die ganze Zahl insgesamt um 99. Jede Veränderung, die ich hier mache, verändert die Zahl um ein Vielfaches von 9. Einmal um 9, einmal um 99. Dann, wenn ich von der Tausender Spalte in die einer Spalte das Ganze schiebe, wird die Zahl um 999 kleiner. Wenn die ursprüngliche Zahl durch 9 teilbar war, dann wird sich an der Teilbarkeit durch 9 nichts ändern, wenn ich ein Vielfaches von 9 abziehe. Wenn die ursprüngliche Zahl nicht durch 9 teilbar war, dann wird die daraus resultierende Zahl beim Verschieben meiner Plättchen in die einer Spalte nicht plötzlich durch 9 teilbar sein, wenn ich ein Vielfaches von 9 abziehe. Das heißt, bei der Quersummenbildung, die ich stückchenweise Plättchen für Plättchen durchführe, werde ich an der Teilbarkeit durch 9 nichts ändern. Wenn die resultierende Quersumme, die ich also erhalte, am Ende durch 9 teilbar ist, so war es auch die ursprüngliche Zahl. Wenn die Quersumme nicht durch 9 teilbar ist, dann war es die ursprüngliche Zahl auch nicht. An dieser Stelle lohnt sich, glaube ich, eine kurze didaktische Reflexion. Diese Beweisform bedient sich nämlich dem operativen Prinzip, das wir in der Geometrie bereits kennengelernt haben. Überlegen Sie doch einmal selbst, wie dieses Prinzip hier zur Anwendung kommt. Für diejenigen, die im letzten Semester noch nicht anwesend waren, folgt ein kurzer Exkurs zum operativen Prinzip. Alle anderen können nach der eigenständigen Reflexion diesen Exkurs direkt überspringen.